Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Juli 2017. Ich bin Antonia Langsdorf und führe euch durch die Konstellationen. Ja, ihr Lieben, das wird ein sehr prickelnder Monat für euch, vor allem wenn ihr Single seid. Venus bringt euch schöne Begegnungen und wunderbare Flirtchancen. Schwieriger wird es, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Falls da etwas im Argen liegt, wird wohl darum gestritten werden. Dabei kann es zum Beispiel ums Geld gehen und wie ihr zu dem steht, was ihr gemeinsam erreicht habt oder erreichen wollt. Mehr dazu gleich. Jetzt noch ein Tipp. Nachher gibt es wieder eine Verlosung. Bleibt dran bis zum Ende des Videos. So, jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den diversen langfristigen Aspekten, die auf euer Zeichen einwirken. Da haben wir also als erstes das Quadrat zu Neptun hier im vierten Haus. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Ja, was bedeutet das? Neptun, wisst ihr ja, ist der Planet der Spiritualität und auch der Romantik und der Liebe, aber eben auch der Heimlichkeiten und der Verpeiltheit. Und er zeigt auch an, wenn jemand Hilfe braucht. Und das Ganze ist jetzt hier bei euch im vierten Haus. Das, also rein vom Aspekt auf die Schützesonne bedeutet es vor allem, dass ihr euch um Klarheit bemühen müsst, dass ihr keine Heimlichkeiten haben solltet oder eben auch, dass ihr vielleicht damit rechnen müsst, dass andere Heimlichkeiten haben. Also Klarheit ist sehr wichtig. Man neigt mit diesem Aspekt zum Verdrängen auch, obwohl man eigentlich was sieht, was vielleicht nicht so gut läuft, will man es nicht wahrhaben. Das wäre auch typisch. Wenn ihr also was spürt, das was im Argen ist, dann solltet ihr mal überlegen, ob ihr es nicht vielleicht doch ansprecht. Aber achtet jetzt bitte auf das Horoskop. Es gibt ein paar Zeiten diesen Monat, wo man solche Sachen lieber nicht ansprechen sollte, weil die sehr konfliktträchtig sind, ne? Aber so für den Hinterkopf mit diesem Sonne-Neptun-Quadrat geht es oft um Heimlichkeiten oder auch heimliche Träume, die man vielleicht hat und die man aber nicht erfüllt bekommt in der Partnerschaft. Das kann auch zu Konflikten führen. Dieser Aspekt wirkt jetzt besonders auf die Geburtstagskinder, die zwischen dem 3. und 8. Dezember Geburtstag haben. Fast die gleichen Geburtstagskinder, nämlich vom 3. bis 10., haben aber auch ein Sextil zu Jupiter. Der steht hier sehr schön für euch in der Waage, sehr schön zum Schützen. Seht ihr schon hier, der Jupiter und da der Neptun wirken gleichzeitig auf denselben Grad im Schützen ein. Und das kann zum Beispiel heißen, dass man euch nicht böse sein kann. Ja, mit dem Jupiter, der hilft euch dann doch wieder aus der Patsche, wenn ihr vielleicht was verheimlicht habt oder was auffliegt. Es kann auch heißen, dass ihr zum Beispiel Rat und Tat von guten Freunden bekommt. Und das würde ich euch sowieso raten, bevor ihr da jetzt zur Tat schreitet, erstmal das Gespräch suchen mit Freunden, die euch wohlgesonnen sind. Das ist immer sehr hilfreich. Genau. Also, wie gesagt, das gilt für die Geburtstagskinder vom 3. bis 10. Dezember. Und diejenigen, die zwischen dem 5. und 12. Dezember haben, haben jetzt die Lilith in Konjunktion mit ihrem Zeichen. Für euch ist es auch sehr wichtig, euch mal mit der alten Göttin zu beschäftigen, was die euch zu sagen hat. Schütze Frauen bekommen dadurch jetzt eine ganz tolle Ausstrahlung, zum Teil auch sehr rebellisch. Es ist also eine Konstellation, wo auch politisch sich sehr stark aus dem Fenster gelehnt wird, wo starke und interessante Frauenfiguren ins Rampenlicht auch rücken. Und für euch persönlich jetzt, auch in euren Beziehungen, bedeutet das vielleicht, dass ihr kompromissloser seid als sonst. Also wenn ihr Schütze Frauen seid, ne, dass ihr mehr als sonst spürt, wo ihr auch nicht bereit seid, einen Kompromiss einzugehen. Es kann auch schwierig werden, denn eine Beziehung funktioniert ja nun mal nur, wenn man auch Kompromisse eingeht. Da rate ich dann dazu, dass ihr vielleicht eure Kreativität entdeckt, dass ihr euch vielleicht auch einfach mal zurückzieht und was tut, was euch wichtig ist, was Kreatives ist. Das hilft dann auch weiter. Und ansonsten vielleicht einfach mal mit dem Thema Lilith beschäftigen. Ich habe da ja auch ein Buch drüber geschrieben, Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Da könntet ihr euch sonst auch informieren. Auf jeden Fall ist das eine ganz wichtige Phase für euch, denn es ist einfach immer gut, wenn man in Kontakt mit der inneren Göttin ist. Und für Schütze Männer heißt es eben, dass sie durch die Begegnung mit einer interessanten Frau in Kontakt mit dieser Göttin kommen oder dass sie sich vielleicht für besonders spannende, aber auch vielleicht abweisende und schwierige Frauen angezogen fühlen. Das ist alles ganz normal in dieser Zeit. Ja, dann habt ihr ja auch noch die Konjunktion mit Saturn, der steht auch in eurem Zeichen. Saturn und Lilith bewegen sich jetzt auch aufeinander zu, da gibt es dann im August eine Konjunktion. Und da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, ne? Viele Schützen machen das jetzt durch, dass sie einfach seriös werden wollen oder müssen. Und dass ihr seid ja damit jetzt auch schon fast 2 Jahre beschäftigt mit diesem Aspekt. Er erreicht jetzt die Geburtstagskinder in diesem Monat.
die zwischen dem 11. und dem 17. Dezember Geburtstag haben. Und das ist eben einfach eine Zeit, wo man Verantwortung übernehmen muss, Konsequenzen ziehen muss, wo man nicht immer das tun kann, wozu man gerade Lust hat, sondern wo man oft eher seinen Verpflichtungen folgen muss. Aber mit Saturn muss man halt immer bedenken, was ihr jetzt tut und erreicht, das kann euch langfristig was nützen. Deswegen nicht ärgern, sondern wirklich die Aufgaben annehmen und dran denken, dass ihr müsst jetzt in die weitere Zukunft denken. Also mindestens für 7 Jahre. Saturn sind immer so 7 Jahresschritte. Und wirklich dran denken, okay, wo ich mich jetzt mit rumschlage, was hat das für mich für Konsequenzen, worum geht es dabei? Und natürlich auch, wenn ihr Familie habt, geht es auch um die Verantwortung für die Familie. Es ist eine schwierige Zeit, aber es ist eben auch eine Zeit, in der man sehr viel erreichen kann, wenn man sich umsichtig verhält. Und ich sage immer, viele Schützen werden durch diesen Saturn-Transit auch echt geläutert. Denn die Schützen sind ja so ein bisschen die Hans Kuck in die Luft des Tierkreises, die ja so gerne fröhlich und optimistisch dann durch ihr Leben schreiten und jetzt einfach mal gucken müssen, dass sie sich auch den Tatsachen stellen müssen und dem Boden der Tatsachen einfach auch ihren Tribut zollen müssen, ne? Das ist eben die Konjunktion zu Saturn und in der Partnerschaft entsprechend heißt es halt auch, dass man vielleicht eine Zeit hat, wo es nicht so lustig ist, aber wo man einen Grundstein legen kann für eine lange gemeinsame Zukunft. Genau, und diesen, sagte ich schon, ne? Genau, 11. bis 17. Dezember. Und dann gibt es noch das Trigon Uranus, 5. Haus der Lebensfreude. Da ist auch jetzt schon seit vielen Jahren richtig viel los für die Schützen. Ist auch nicht so ganz einfach. Hier Saturn, Verantwortung, gleichzeitig der Uranus, der immer sagt, hey, aber wir wollen auch Spaß haben. Aber viele Schützen haben es auch zusammengebracht, indem sie zum Beispiel was Kreatives erschaffen haben oder ein Kind gekriegt haben und eben gelernt haben, ihre Freude dran zu haben und trotzdem auch Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eigentlich ein schöner Aspekt, denn er steht super gut zur Schütze-Sonne, macht euch kreativ und einfallsreich und großzügig und tolerant. Mehr, als ihr sowieso schon seid. Und das spüren in diesem Monat die letzten Schützen auf den Graden vom 18. bis 21. Dezember. Und nicht schimpfen, wenn eure Dekade nicht dabei war oder euer Geburtstag. Ich gehe jetzt nur danach, welche Aspekte aktuell oder auch langfristig auf euch einwirken, nur auf eure Sonne. Es kann ja sein, dass ihr andere Positionen im Horoskop habt, die auch diese Aspekte empfangen. Aber das kann ich natürlich hier in diesem Horoskop nicht abdecken. Hier kann ich nur über das sprechen, was eben aktuell auf die Schütze Sonne einwirkt. Und alles andere müsste man dann in der persönlichen Beratung klären. Okay, kommen wir jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Ausgehend vom Neumond am 24. Juni. Dazu bitte nochmal in euer Juni-Horoskop gucken, falls ihr es vergessen habt. Der Neumond findet für euch im 8. Haus statt. Das ist das Haus der festen und verbindlichen Beziehungen. Und da kann es eben jetzt auch in den nächsten 4 Wochen Querelen drum geben, weil wir eine sehr emotional aufgeladene Phase jetzt haben. Ne? Habe ich ja auch in der kosmischen Schwingung beschrieben. Solltet ihr euch sonst auch nochmal anschauen oder anhören, um zu hören, was da so die psychologische Stimmung ist zurzeit. Genau, und für euch geht es eben um diese Verbindlichkeiten und eure gemeinsamen Werte in den nächsten 4 Wochen. So, dann am 1. Juli steht weiterhin die Sonne für euch im 8. Haus und auch der Mars und der Merkur alle im Krebs hier, im 8. Haus des Schützen. Und ihr seht schon, dass wir da eine ziemliche Spannungskonstellation haben. Das ist nämlich dieses rote Dreieck. Das ist recht krass und damit geht der Monat auch gleich los. Zuvor wollte ich aber noch erwähnen, dass wir die Venus ja noch haben. Die steht hier für euch im Stier, noch im 6. Haus, aber die geht ja dann bald in euer Partnerhaus. So, und vom 1. bis zum 5. haben wir eben diese Spannung hier mit Pluto und Mars. Und das ist für euch auf der Achse, wo es um die gemeinsamen Werte geht. Also das, was ihr selber einbringt, was euch wichtig ist und das, was für die Partnerschaft wichtig ist. Das ist ein Thema, wo in diesem Monat eventuell auch heiß drum gestritten wird, ne, bei den Schützen. Deswegen, gerade in der Zeit vom 1. bis 5. solltet ihr da wirklich den Ball flach halten, weil in der Zeit können solche Konflikte eskalieren oder sehr destruktiv werden oder lange Folgen haben mit Pluto. Ne? Kann das ganz tief einsinken und dann viel später wieder hervorkommen. Es ist so eine skorpionische Energie. Also am Anfang des Monats solltet ihr euch lieber auf schöne Sachen konzentrieren. Es hat nicht viel Zweck, da in den Clinch zu gehen. Ab dem 5. kommt dann auch eine sehr schöne Energie für euch rein. Das ist, wenn die Venus in die Zwillinge geht, gegenüber der Schütze-Sonne.
ein Aspekt im Partnerhaus, schöne Begegnungen und charmante Menschen, die dann auch auf euch zukommen. Und von daher kommt dann auch wieder Flirtstimmung auf und dann wird es euch auch wieder besser gehen. Genau. Dann haben wir überhaupt vom 5. bis zum 7. Juli eine sehr schöne Flirtphase. Und das kann übrigens auch eine schöne Phase für die festliierten Schützen werden. Denn dann haben wir hier die Sonne, die ja bei euch im 8. Haus der festen Bindung steht. Macht ein schönes Trigon auf den Neptun hier. Das kann diese Spannung auch ein bisschen entspannen. Und da könnt ihr auch dann zu einem friedlicheren Miteinander finden. Und die anderen profitieren eben, die Singles profitieren halt von der Venus, die jetzt im Partnerhaus steht. Das heißt einfach schöne Beziehungsenergie, schöne Begegnungsenergie dann in euer Leben lenkt. Das ist sehr angenehm. Und am 6. ist auch ein Top-Tag für euch, denn da geht der Merkur auch ins Zeichen Löwe, damit in einen sehr guten Aspekt zu eurer Sonne. Und das ist ein ganz toller Tag, um Liebespläne zu machen. So, dann kommt die kritische Phase rund um den Neumond. Geht so am 8. los, Neumond, Entschuldigung, Vollmond. Geht am 8. los, dann haben wir den Vollmond, ja, wie gesagt, am 9., also so in der Nacht vom 8. auf den 9. Und das ist dann eine echte Hammer-Hammer-Konstellation für euch. Dann wieder aufpassen, dass es in eurer festen Partnerschaft nicht zum Streit um Geld, um Verträge, die man gemeinsam gemacht hat, kommt, um überhaupt das, was man gemeinsam auch erreichen will. Ne? Vielleicht kann der Vollmond ein bisschen auch ein Schlaglicht drauf werfen, dass ihr eben auch mal beide nachdenken könnt. Wo soll es denn überhaupt hingehen? Was wollen wir denn? Vielleicht war euch auch bisher nicht klar, dass ihr da unterschiedliche Werte habt und die erstmal zusammenbringen müsst. Also es ist auf jeden Fall eine kritische Konstellation, vor allem für die festliierten Schützen. Oder eben gegebenenfalls müsstet ihr auch nochmal nachschauen, in welche Häuser das in eurem individuellen Horoskop fällt. Das kann ich jetzt hier nicht sagen. Ich kann es nur für die allgemeinen Sonnenhäuser des Schützen sagen. Aber sehr oft trifft das eben wirklich auch dann den Nagel auf den Kopf. Ja, also am 11. ist dann zum Glück wieder ein Top-Tag. Das ist nämlich ein guter Tag für Gespräche unter Freunden. Also vielleicht, wenn ihr hier Schwierigkeiten hattet am Vollmond, dass ihr dann eben bei Freunden Rat und Tat erbitten könnt. Das ist eine sehr schöne Konstellation, die dann auch den Jupiter, euren Glücksplaneten, aktiviert am 6. Genau. Dann am 11., Entschuldigung. Am 11. war ja der Top-Tag hier. Genau. So, dann haben wir am 15.7. wieder Augenmerk auf die Venus, die geht nämlich dann in die zweite Dekade. Der Aspekt erfreut also dann die Schützegeborenen der zweiten Dekade. Und dann haben wir vom 14. bis 19. wieder eine schöne Flirtphase mit lauter Aspekten, die eben wirklich auch für die Schützesonne sehr angenehm sind. Und da ist jetzt auch mal der Saturn dran beteiligt, der einen guten Aspekt zum Merkur bildet, oder vielmehr umgekehrt, Merkur zu Saturn, der läuft ja schneller. Und das bedeutet, dass eben auch seriöse Pläne gemacht werden, seriöse Gespräche. Es geht ja dann hier auch zu eurem Saturn im Schützen, dass ihr dann vielleicht langfristige Pläne machen könnt. Besonders die Schützen der dritten Dekade, für die ist das eine sehr schöne Konstellation. Ja, und sonst ist es eben auch zum Flirten sehr gut. Ja, dummerweise ist aber auch vom 15. bis 20. jetzt wieder eine kritische Phase. Habe ich ja auch in der kosmischen Schwingung schon beschrieben. Da haben wir nämlich dann den Effekt, dass hier der Mars eine harte Spannung zum Uranus bildet und beides führt dazu, dass man sich unbedingt befreien will aus einer Situation. Und das könnte für euch eben auch mit der festen Beziehung zu tun haben, wenn da was im Argen liegt, wenn ihr euch vielleicht zu sehr ums Geld gestritten habt oder was es auch immer ist, dann kann es da zum Knall kommen. Deswegen auch vom 15. bis 20. nochmal mein Tipp. Ball lieber flach halten oder lieber mal euch aus dem Weg gehen, ja, vielleicht mal getrennten Kurzurlaub machen oder so. Hinterher sieht man das Ganze vielleicht dann doch anders, ne? Der 20. selber ist nämlich dann schon, könnte für euch ein Top-Tag werden. Da geht nämlich dann der Mars in den Löwen und damit ein super Aspekt zur Schützesonne für die erste Dekade erstmal. Und dann aktiviert der Mond die Venus. Das ist auch sehr angenehm. Da tritt vielleicht ein charmanter Mensch in euer Leben. Also das kann da auch dann schon sehr hilfreich sein. Am 22. geht dann auch die Sonne in den Löwen und dann habt ihr in der nächsten Zeit erstmal wieder ein bisschen mehr Ruhe und gute Unterstützung von Sonne und Mars. Das ist eine sehr schöne, energiereiche Konstellation. Weiterhin die Venus, einen guten Aspekt in eurem Partnerhaus. Aber hier auch Venus Lilith, kommen wir aber gleich zu, ist weiterhin ganz schön prickelnd und auch so ein bisschen gefährlich.
Da gucken wir uns nämlich jetzt den Neumond an. Der spricht da eigentlich Bände. Also der Neumond findet hier in eurem 9. Haus statt. Das ist eigentlich top. 9. Haus ist ja auch das Haus der Schützen und super Aspekte zur Schützesonne, alles wunderbar. Ist eine ganz tolle Reisekonstellation, also vielleicht zum Reisepläne machen oder zum auf Reisen sein, wunderbar. Das wird dann auch in den nächsten 4 Wochen sehr wichtig, dass ihr entweder eurem Fernweh nachgebt oder dass ihr dann Pläne macht, sowohl für die 4 Wochen als auch dann für das ganze nächste Jahr. Das ist halt die Konstellation des Jahres, um die Zukunft zu planen. Das ist alles super und wahrscheinlich werdet ihr auch viele Partyeinladungen bekommen ab dem Neumond. Aber wir haben hier noch Venus-Saturn. Und das ist jetzt für euch wirklich sehr wichtig, weil der Saturn im Schützen steht. Das heißt, die Energie geht wirklich dann auch in euer Zeichen rein. Und da geht es dann wieder darum zu sagen, okay, was ist mit meinen bestehenden Beziehungen? Was ist mit dem, was ich schon aufgebaut habe? Wie wichtig ist mir das? Ne? Dass man dann wirklich aufpasst, dass man diese Beziehungen wertschätzt und auch das Gespräch mit dem Partner sucht, falls was im Argen liegt. Ja, das ist echt super wichtig. Bei euch kann es nämlich passieren, dass ihr durch diese Affärenkonstellation mit der Lilith, dass ihr dann den Ausweg sucht aus einem Beziehungsproblem, indem ihr euch in eine Affäre stürzt. Kann man verstehen, aber es kann eben auch echt nach hinten losgehen. Ne? Gerade mit diesen Konstellationen da um den Neumond. Da müsst ihr aufpassen, denn wahrscheinlich ist die Verführung groß. Ihr werdet viele neue Leute treffen, auch dann in den kommenden Wochen. Es ist eine tolle Partykonstellation. Ihr werdet viel eingeladen. Ihr seid ja auch beliebt, weil ihr auch so witzig und so lustig seid. Aber ihr müsst trotzdem daran denken, dass es eben auch Leute gibt, mit denen es vielleicht gerade schwierig ist und die trotzdem wichtig sind. Ne? Also behaltet das bitte im Hinterkopf. Genau. Am 26. Ah ja, genau, ich habe noch was vergessen. Das fällt nämlich noch in die Zeit, in die kritische Phase, die ich erwähnt habe, vom 15. bis 20., wo wir eben dazu neigen, überstürzt Beziehungen zu beenden. Und bei euch kann dazu kommen, dass ihr euch aus Freiheitsdrang in eine Affäre stürzt. Das wollte ich noch gesagt haben. Genau. So, dann haben wir am 26. noch eine Konstellation mit Merkur, der wechselt dann schon wieder das Zeichen, geht in die Jungfrau und damit in euer 10. Berufshaus. Das ist eigentlich auch ganz okay für euch. Und dann gibt es noch 2 Top-Tage am 28. und 29., wenn nämlich hier der Mond den Jupiter für euch aktiviert. Jupiter immer gut für die Schützen. Und das ist nochmal eine sehr schöne Konstellation für Freundschaften. Und da wird dann aber auch hier nochmal das 5. Haus aktiviert, also auch für Sexualität und Spaß im Bett oder im Freien, wo auch immer. Und die Venus ist ja dann auch immer noch in eurem Partnerhaus, dann in der 3. Dekade. Und auch das ist halt sehr günstig für die Schützegeborenen. Ja, also ist eine gute Zeitqualität, der 28. und 29. für Urlaubsbekanntschaften, Liebespläne machen und für heißen Sex. Am 31. geht dann die Venus ins Zeichen Krebs und damit in euer 8. Haus. Das ist dann nochmal vielleicht auch eine Möglichkeit, sich wieder auszusöhnen, weil die Venus dann eine softere Energie da reinbringt für die festen Beziehungen. Und damit ist der Monat dann um. Spannend wird es im August. Da haben wir nämlich eine Sonnenfinsternis, die für euch dann ins 9. Haus fällt. Da reden wir dann im August drüber. Ja, ihr lieben Schützen, soweit also eure Konstellationen im Juli. Nicht ganz ohne Herausforderung, aber eben auch sehr prickelnd. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, meldet euch bei mir über meine Webseite oder über mein Kundentelefon, bin ich natürlich für euch da. Oder ihr macht einfach mal mit bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da gibt es einen Termin am 23. Juni und einen am 28. Juli. Da kann jeder Teilnehmer eine Frage zum persönlichen Horoskop stellen. Genau. Und bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen. Wenn ihr dabei sein wollt, postet mir einfach einen netten Kommentar hier oder abonniert meinen Kanal. Und schaut auch auf jeden Fall, falls noch nicht geschehen, nochmal in das Video Folgt eurem Herzen. Also, ihr Lieben, damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.